Hi zusammen, ich habe, wer die Tüte kennt, ich glaube, ich verwende die schon locker seit 5 Jahren oder so. Da sind meine aufgebrauchten Sachen drin, wer mich noch gar nicht geguckt hat. Und die hat jetzt schon wieder so einen Füllstatus, den man eigentlich lernen sollte. Ich sehe genau, du hast noch nicht abonniert. Falls du das noch nachholen möchtest, unterstützt du mich, unterstützt meinen Kanal. Das kann man übrigens auch mit dem Daumen nach oben machen und vielleicht hast du ja Bock, irgendwas in die Kommentare ranzuhauen. Falls du richtig gut drauf bist, kannst du auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Was bringt dir das genau? Gar nichts. Ich schaffe es leider nicht, da irgendwie mehr Videos hochzuladen. Aber vielleicht können wir es ja so regeln, dass du vielleicht vorzeitig in meine Videos reingucken kannst. Da gibt es nämlich eine Funktion bei YouTube. Also, falls du Bock hast, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss! Ich war mal auf so einem Film, dass ich von den Isana-Shampoos einfach mal alle hole. Also von diesen Med-Sachen. Aber das muss man nicht. Ich nehme immer das ohne Duftstoffe. Das Ultrasensitive ist okay. Aber da steht irgendwie was drauf, so von wegen, du könntest mit dem Shampoo jeden Tag waschen. Da sind Sulfate dran. Ja, also es ist schon ultrasensitiv, weil auch keine Duftstoffe, das macht es ja auch gut, ich verwende es ja auch. Aber da steckt halt auch irgendwo Marketing dahinter. Die Meersalz und Co. und so, das braucht man alles nicht. Das brauchst du alles so wenig. Ein Shampoo, nämlich Oliver Goldie. Mal gucken, ob ich noch. Es sind nämlich Sachen jetzt zweimal drin und von denen weiß man dann, die liebt sie. Und davon habe ich tatsächlich schon wieder eins leer gemacht. Momentan habe ich leider echt mit meinen Haaren sehr krasse Probleme und die muss ich jeden zweiten Tag gerade auch waschen. Ich habe mit meinem Psychiater, jetzt werdet ihr euch auch denken, Psychiater? Haare? Ja, der Psychiater fummelt auch so ein bisschen an der Schilddrüse rum, ne? Und wir haben so ein bisschen was ausprobiert. Und meine Haare sind ausgefallen und ausgefallen und ausgefallen, bis ich dann gesagt habe, das sollten wir lassen. Und ja, du solltest halt nicht noch eine extra schlechte Kopfhaut haben, deswegen wird bei mir alle 2 Tage gerade Haare gewaschen. Jeden Tag soll ich nicht machen. Da sagt meine Hautärztin, nee, das sollte man wirklich tun, nichts lassen. Oder allgemein bei mir ist es halt auch nicht gut, weil mein Hauttyp halt noch mehr nachwettert. Das ist dann vor der Wäsche wie nach der Wäsche. Na, und ich verwende ja schon solche Produkte. Naja, auf jeden Fall bin ich gerade am struggeln. Auch 2. Wenn ich genau hingucke, finde ich vielleicht auch 3. Das ist immer ein gutes Zeichen, wie gesagt, wenn ich sowas aufbrauche. Ich verwende gerade von Geek & Gorgeous, das für 10 Euro. Bin gerade am Probieren für ein Video, ob sich das lohnt. Das hier ist halt echt flüssig geworden, ne? Also, das war früher, war das ein bisschen besser. Ich habe echt viel Zeug da drin. Auch Zeug, was echt da schon lange drin liegt. Trockenshampoo noch aus meinem Unverpacktladen, da gehe ich jetzt ja auch schon eine Weile lang nicht mehr hin. Ist auch leer. Das hier werde ich nachkaufen. Das wird auch so ein Ding sein wie das hier. Ich mochte das voll gerne. Ich probiere jetzt mal das Neue noch aus. Aber das werde ich nachkaufen. Das finde ich echt gut. Ich war baff. Erstens, wie meine Haut darauf reagiert und zweitens, wie gut ich das vertragen habe. Den hier, der ist nicht so gut. Na, also ich habe das auch 2-mal gekauft und jetzt hat einfach auch das Balea-Teilchen das hier abgelöst. Also entweder Isana Pure oder jetzt das Balea-Teilchen, das ist echt gut. Auch den würde ich mir so jetzt nicht mehr nachkaufen, finde ich jetzt nicht irgendwie herausragend. Da gibt es eben, wie gesagt, günstigere. Oder wenn man den halt nicht holen möchte, dann den blauen davon. Der hat für mich irgendwie wenig Sinn ergeben. Ich habe keine Ahnung. Na.
Was aber Sinn ergeben hat, wenn ich gerade nicht so viel rumprobieren würde und auch Dinge einfach aufbrauchen müsste, würde ich mir das auch nochmal holen. Das müsst ihr nicht als Serum verwenden, das könnt ihr tatsächlich als Creme verwenden. Und das ist auch nicht wirklich fettig. Ne? Also ich mochte den echt gerne. Ja, also so der Wirkstoff Urea ist eh so mein Ding. Bakuchiol habe ich leer gemacht. Das war aber vor kurzem. Würde ich mir jetzt so auch nicht mehr nachkaufen. Mal im Moment nicht, weil ich halt einfach sehr viele Retinol, Retinal-Sachen gerade ausprobiere. Ist zwar nicht so unwahrscheinlich stark formuliert. Deshalb muss man bei Retinol auch aufpassen. Ich würde das dennoch als Anfänger-Serum hernehmen für Leute, die da noch nicht so die Erfahrung haben. Weil das ist bei Retinol wichtig. Auch nachgekauft. Oh, meine Nase juckt. Hoffentlich muss ich nicht niesen. Auch nachgekauft das hier. Den kann ich auch echt empfehlen. Kauft nicht das Ultra Sensitive Deo aus der Reihe, denn da ist Alkohol drin. Wie kann man in ein Deo Alkohol reinpacken? Also das ist mir immer noch unbegreiflich. Darüber habe ich ja auch ein Video gemacht. Mein Bruder arbeitet für das Unternehmen. Die Sonnencreme kann man sich mal gönnen und ausprobieren. Für mich hat sie nicht irgendwie. Also, sie ist okay, aber irgendwie sie war nicht herausragend. Wisst ihr, wie ich meine? Also, herausragend, nö. Ich habe echt viel Zeug hier drin. Auch das war für mich nicht herausragend. Ne? Also, da fand ich die Urea-Creme damals echt besser. Würde mir die so auch nicht mehr nachkaufen. Wie gesagt, ich habe auch im Moment extrem viel zum Aufbrauchen. Ha, jetzt kommt wieder ein Produkt, was zweimal vorkommt. Nämlich das hier. Das ist meine Eisbonbon-Zahncreme, die ich schon seit gefühlt immer verwende. Ich werde immer ganz hysterisch und mein DM, die zufällig mal wieder woanders hinpackt oder die nicht da ist. So, jetzt sind wir beim Isana Pure Toner und den werde ich mir bei meiner nächsten Bestellung, ja, ich habe keinen Rossmann vor Ort, mal wieder gönnen, obwohl Isana jetzt auch wieder einen neuen Toner rausgebracht hat. Der hier ist echt gut, ne? Der ist wirklich gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt die Flasche, den finde ich besser. Den finde ich wirklich besser. Ist natürlich für mich auch viel geschickter, weil DM habe ich vor Ort, Rossmann nicht. Auch der ist gut, ne? Also da bin ich mir auch am Überlegen, das Ding mal nachzukaufen, weil ich ja leider auch an Skin Picking leide und das ist halt ganz gut, eben gerade wenn du Pickelmale hast oder eben durch Herumdrücken im Gesicht irgendwelche Male. Ich hatte schon das Gefühl, das bringt was. Was haben wir hier? Ach was, die Handcreme aus dem Adventskalender. Habe ich jetzt noch ein paar Sachen aus dem Adventskalender? Nee, das gibt's nicht in. Komm, hier. Das gibt's nicht in. Fokus J. Müssen wir jetzt damit klarkommen. Habe ich noch irgendwelche Sachen? Ja, ich habe noch eine große Body Cream. Was habe ich noch? Ich habe noch ein Serum, glaube ich. Ah, da ist es. Paliamid 5,5. Wenn ihr wirklich schreien wollt, wenn ihr euch Deo auftragt, dann holt den hier. Du denkst ja so von außen, ah, das wird ja irgendwie auch sowas sein. Nee, da ist Alkohol drin. Wie kann man in ein Deo so viel Alkohol reintun, dass nach daraus so einfach nur brennt? Ist nicht gut. Auch leer gemacht wird aber so nicht mehr nachgekauft. Davon gibt es nämlich einfach bessere. Dieser komische Baum. Was soll denn das heute? Meine Kamera sagt auch, ich möchte mal erneuert werden. Die große Kamera muss auch erneuert werden, Mann. Ey, ist das auch noch da drin? Das hat ja auch das Outfit geändert. Das Age Performance Serum. Auch schon lange nicht mehr nachgekauft. Ich nutze es auch nicht mehr für die Kopfhaut, muss ich sagen. Mir fehlt es auch nicht. Das habe ich eine Zeit lang ja immer mir auf die Kopfhaut aufgetragen. Bei dem Serum hier von No, ihr wisst, ich bin No-Fan, auch wenn lange nicht alle Produkte bei mir funktionieren.
Das hier ist relativ teuer. Das war auch ein Teil aus dem Adventskalender. Aber ihr könnt wesentlich günstigere Niacinamid-Serien in der Drogerie jetzt kaufen. Da braucht man das nicht. So, das gibt es auch nicht mehr. Das war eine LE. Und da war DM. Das gibt es auch nicht in Scharf. Tut mir leid. Ah, bisschen. Da war DM so schlau und hat dreimal das gleiche mit einem anderen Wirkstoff auf den Markt gebracht und alle Leute sind ausgerastet. Das, was ein Standardsortiment ist, das ist halt einfach ein Müh fettiger. Aber das habe ich auch nicht mehr probiert. Na, also. Weil auch da muss ich sagen, es ist so wahnsinnig viel rausgekommen. Gerade der Reiniger. Ich mochte den anfänglich und dann mochte ich ihn wieder nicht, weil das hat doch das Problem ist, der ist beduftet. Und ich habe mir jetzt den von Bayer & Söhne nochmal geholt. Der ist ja mein Liebling und da gibt es halt schon Unterschiede. Duftstoff wegmachen, nun. Duftstoff wegmachen und ab in die Drogerie mit dem Ding. Es ist nicht hundertprozentig gut, aber der gehört in die Drogerie. Boah, das war hier auch so ein Ding. Ich krieg selten Pickel von was, aber davon, ich habe es irgendwann als Creme aufgetragen, weil ich es einfach nur noch leer haben wollte. Das ist halt irgendwie nicht interessant genug. Ne? Also das, was da drin ist, das ist auch nur irgendwie viel zu schwach dosiert. Und es hat für mich halt auch nicht so das gemacht, was es machen sollte. Ich rede immer nur von mir aus. Ne? Wenn das für dich funktioniert hat, so wie ich das in den Vorstellungsvideos immer sage, ist das richtig cool. Ne? Skincare ist eine individuelle Sache. Bei mir, wie gesagt, es gibt es nicht oft, dass ich irgendwie Pickel von irgendwas kriege und davon habe ich es leider bekommen. Das Squalan hatte ich endlich mal leer gemacht von Bayer und Söhne, diese Proben. Die kann ich wirklich empfehlen, weil Bayer und Söhne Produkte sind teuer. Ne? Also die sind auch berechtigt teurer, weil die sind gut. Und deswegen gibt es ja auch die Proben, die ja auch Geld kosten, ja. Aber die sind wichtig, um erstmal zu gucken, kommst du mit der Sache klar oder kommst du nicht mit der Sache klar? Deswegen greift gerne zu den Proben. Und das Squalan wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich bin jetzt kein Typ mehr, der sich Öl aufs Gesicht packt. Wobei Squalan, ich habe mal ein Video über Squalan gemacht, ja, dem Hauttalg ähnelt, also dem Hautfett ähnelt. Und von dem her, das wird halt besser vertragen, ist auch ein bisschen flüssiger, zieht auch besser ein. Nichtsdestotrotz ist irgendwie nicht mehr mein Schritt. Könnte mir irgendwie folgen da. Auch das hier hatte ich vorgestellt. Gott, das liegt da echt auch schon lange dran. Aber das hat mich so ein bisschen schockiert. Einerseits habe ich das geholt, um es eben zu testen. Vielleicht wäre es ja das Produkt gewesen und dann wäre der Preis auch legitim gewesen. Aber es ist halt nicht das Produkt. Das ist es einfach nicht. Denn es kostet 15, 16 Euro und das sind halt nur 30 Milliliter drin. Und 30 Milliliter, wer 1 Gramm auf dem Gesicht aufträgt, das hast du schnell leer. Das hatte auch ich schnell leer. Wieder voll gesipste Finger. Das waren meine aufgebrauchten Sachen. Es ging jetzt doch nicht so lang. Hast du da irgendwelche Sachen, mit denen du richtig gut klarkommst oder mit denen du gar nicht klarkommst? Denk noch mal dran, das ist eine individuelle Sache. Nicht jeder kommt mit den gleichen Sachen zurecht und meine Meinung hat jetzt keine Allgemeingültigkeit. Deswegen können da ruhig auch mal unterschiedliche Meinungen zu den Produkten in die Kommentare. Finde ich ganz wichtig. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, fange jetzt wieder neu an zu sammeln sozusagen. Diese Videos gibt es ja auch im kurzen Format. Ich werde mal ein paar einfach in die Infobox packen. Ich sage danke fürs Einschalten und ich hoffe, du schaltest wieder beim nächsten Mal ein. Macht's gut. Tschüss.